Willkommen, treue Gemeinde. Heute schauen wir uns mal an, welche Route für die Bounty geplant ist. Vorausgesetzt, Blei muss nirgends mehr anhalten, um Proviant aufzunehmen, ist es im wahrsten Sinne trotzdem noch eine halbe Weltreise bis zum Ziel. Aber fliegen kann die Bounty nicht. Im optimalsten Fall wären es noch knapp 6500 Seemeilen bis Tahiti. Aber optimal läuft es nicht. Das ist bekannt. Bis Ende Februar gibt es nichts wirklich Interessantes im Logbuch und es wiederholt sich einiges. Deshalb beschränke ich mich bis dahin überwiegend auf die Positionsangaben. Sonntag, 24. Februar 1788. Temperatur am Mittag 26,5 Grad. Kurs Südwest. Entfernung 39 Meilen. Breite 27 Grad 52 Minuten Süd, Länge 39 Grad 17 Minuten West. Montag, 25. Februar, 12 Uhr. Schönes Wetter und wolkig. Alle Steuersegel gesetzt. Ein Wind von Süden. Sehr wenig Vögel gesehen, nur diese Sturmtaucher. Lufttemperatur 24,75 Grad, Kurs Süd 71 Grad West, Distanz 76 Meilen, Breite 28 Grad 27 Minuten Süd, Länge 40 Grad 31 Minuten West. Montag, 25. Februar, 20 Uhr, viele Blitze zum Süden und Westen hin, Rahmsegel eingeholt. Dienstag, 26. Februar, Temperatur am Mittag 25,5 Grad. Kurs Süd 42 Grad West. Entfernung 96 Meilen. Breite 29 Grad 38 Minuten Süd. Länge 41 Grad 41 Minuten West. Dienstag 26. Februar 15 Uhr. Frische Böen und Seegang. Großmaßsegel im dritten und Fockmaßsegel im vierten Reff. Das obere Bramsegel eingeholt. Viel Seegang. Einige Schmetterlinge und andere, die wir Hornfliegen nennen, wehten an uns vorbei. Einige Sturmtaucher um uns. 22 Uhr. Bis 1 Uhr morgens frischer Sturm und sehr starke Böen, was es nötig machte, alle Segel einzuholen. Mittwoch, 27. Februar. Lufttemperatur am Mittag 23,3 Grad. Kurs Süd 5 Grad Ost, Entfernung 78 Meilen, Breite 30 Grad 56 Minuten Süd, Länge 41 Grad 38 Minuten West. Mittwoch, 27. Februar, 14 Uhr, Halse. Ein Fass Schweinefleisch geöffnet. Inhalt 160 4-Pfund-Stücke Nummer 555, von denen zwei fehlen. Donnerstag, 28. Februar, 9 Uhr. Angewiesen, das neue Großmaßsegel ins Meer zu tauchen und einzuholen, um es anzubringen. Das alte wurde überholt. Temperatur am Mittag 23,3 Grad. Kurs Süd 81 Grad West. Entfernung 66 Meilen. Breite 31 Grad 6 Minuten Süd, Länge 42 Grad 49 Minuten West. Donnerstag, 28. Februar, 13 Uhr. Leichte Luft und schönes Wetter. 14 Uhr. Wolkig. Das Fockmaßsegel gelöst und ein neues, nachdem wir es ins Wasser getaucht hatten, angebunden. 16 Uhr. Klares Wetter, alle Segel gesetzt. 19 Uhr. Notiz. Die einzige Möglichkeit für den Zeitnehmer festzustellen, ob eine Strömung entweder nach Osten oder nach Westen geht, besteht darin, ihn mit dem im Log erstellten X-Längengrad zu vergleichen. Dieser X-Längengrad sollte gleich dem ohne Korrektur sein und nicht der nach der Korrektur des Breitengrads gefundene. Die X-Länge von Tag zu Tag durch die Schätzung in der abgetrennten Spalte wird daher das sein, was die Kurse und Entfernungen unter Berücksichtigung von Toleranz und Variation ergeben.
Der Unterschied zwischen diesen und dem Längengrad des Zeitnehmers und der Fehler in der Breite zeigen immer die Art der Strömung an. Nicht ganz einfach nachzuvollziehen, wenn ihr mich fragt. Aber er will ja nur erklären, wie man durch die Positionsbeobachtung zusammen mit der Kursrichtung und der Geschwindigkeit auf die Strömung schließen kann. Freitag, 29. Februar. 5 Uhr. Schwach windig und schönes Wetter. 9 Uhr. Den Kopfanker ausgepackt und an Deck geholt. Das Focksegel gelöst und ein neues, nachdem wir es ins Meer getaucht hatten, angebunden. Begonnen, die abgenommenen Segel zu reparieren, bevor wir sie endgültig eingelagert haben. 12 Uhr. Schönes, angenehmes Wetter. Ein paar Bonitos gesehen. Lufttemperatur mittags 25,5 Grad. Kurs Süd 54 Grad West. Distanz 42 Meilen. Breite 31 Grad 31 Minuten Süd. Länge 43 Grad 59 Minuten West. Wie man sehen kann, 1788 war ein Schaltjahr. Freitag, 29. Februar. 22 Uhr. Notiz. Da ich nicht länger als 2 Tage in der Lage war, Sonne und Mond zu beobachten, mache ich es mit Mond und Zeitmesser weiter wie zuvor. Sie dienen zumindest dafür, mir zu zeigen, dass ich nicht weit abseits sein kann. Samstag, 1. März. 3 Uhr. Viele Wale neben dem Schiff. 6 Uhr. Viele Wale rundum. 8 Uhr. Den ganzen Morgen unter Deck reinigen lassen und die anderen nötigen Arbeiten. 12 Uhr. Schönes, angenehmes Wetter, aber ein bisschen Wind. Nur eine Kappraubmöwe gesehen und ein paar Fische heute. Alle Segel und Steuersegel gesetzt. Kurs Südwest, 3/4 West. Entfernung 61 Meilen, Breite 32 Grad 8 Minuten Süd, Länge 44 Grad 26 Minuten West. In den nächsten 2 Wochen passiert wieder nicht viel, sodass ich im nächsten Teil auch wieder ein paar Übersetzungen überspringe und nur die Notizen und Bemerkungen vorlese. Natürlich auch die Position. Aber das ist im wahrsten Sinne nur die Ruhe vor dem Sturm.